Willkommen, Freunde, zurück bei Skyrim. Wir sind im letzten Part den Vampirjägern. Den haben wir uns angeschlossen. Und jetzt schauen wir mal, wo wir hin sollen. Irgendwo hier oben. Exakt da. Da waren wir noch nicht. Dann gehen wir dahin. Wir haben eine Armbrust bekommen. Und ich würde mal sagen. Ach, verdammt. Wartet mal. Dann gehe ich lieber von da dahin, dann müsste es eigentlich... Was? Ah, ich bin schon da. Dann gehe ich von da aus dahin. So. Meine Güte. Ich werde meinen Bauch aufreißen. Huch, wo kommt ihr auf einmal her? Was wollt ihr machen? Was wollt ihr machen? Geht auf, solange ihr noch könnt. Wo kam die denn jetzt auf einmal her? So. Zack. Schauen wir mal, ob wir den Vampiren gewachsen sind oder ob die uns eiskalt umlehnen. Hier geht's also rein. Der Typ ist nicht hier. Es hätte nichts anderes erwartet. Hast du einen Bogen? Ah ja, ich hab einen Bogen, weiß, wissen wir ja. Diese Wächter wissen nie, wann sie aufgeben müssen. Ich dachte, wir hätten ihnen an ihrer Halle eine Lektion erteilt. Alleine hierher zu kommen, ein Dummkopf, so wie all die anderen. Oh toll, das ist aber tot. Er hat gut gekämpft. Doch Jeron und Bresold waren ihm nicht gewachsen. Die beiden haben bekommen, was sie verdient haben. Ihre Arroganz wurde unerträglich. Was? Das ganze Gerede macht mich ganz durstig. Vielleicht kommt bald schon ein weiterer Wächter. Ich wünschte, Lokil würde sich beeilen. Am liebsten würde ich zurück zur Burg reisen und Hakon sagen, was für einen Idioten er mit dieser Mission beauftragt hat. Was war das? Alter! Das war gar nichts! Okay. Und der eine Typ, den haben sie wirklich... Die Armbrust ist verdammt schwer, so wie es aussieht. So. Hat dieser komische Todeshund. Todeshund-Halsband. Nehme ich mal mit. Noch ein Vampir. Wächter Talan. Oder Talon? Wie heißt der? Tulan. Passt noch. Sonst kriegt... Ja, das gibt noch ein paar Sachen, die müsste eigentlich auch noch was tragen können. Bolzen nehmen wir mit. So,
sollen wir eigentlich machen? Herausfinden und nach die Vampire suchen, okay. Schauen. Das bleibt da, das nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Ah ja. So. Ob die Armbrust so eine gute Idee ist, schauen wir mal, wie gut wir damit zurechtkommen. Ist einer. Oder? Nee, doch nicht. Dann muss er aus. Da oben ist aber einer. Patsch! Cool! Ah, sehr schön. Dietriche nehmen wir mit. Stahlbolzen nehmen wir auch mit. Das Skelett hatte doch. Es hat Pfeile, nee, die sind wohl. Komm, nehmen wir mit. Können wir verkaufen. Okay, das Weg. Müssen wir das Tor irgendwie aufkriegen. Sieht nicht so aus, als ob hier noch einer wäre. Das riecht mir nach einer Falle. Diese halb verwitterten. Wir schleichen mal weiter. Batsch! Und? Gefällt euch das? Ja. Zack! Oh Mann, ey! Nehmen wir mit. Die bringen sich ja alle gegenseitig um. Ah, wieder zwei Bolzen.
Ein Aschehaufen. Aber was haben wir da denn drin? Ach, das war ein Hund. Da sind wir hergekommen. Hier geht's weiter. So. Wir verstecken uns erstmal wieder. Schleichen weiter. Oh, verdammt. Okay. Puh. Erstmal ein paar Bolzen wieder. Ein paar Bolzen zurückholen. Sehr tot aus. Ist da jemand? Junger Vampir. Einmal anschleichen und abschießen. Kräftige Heilung. Nehmen wir mit. Auch wenn wir bis jetzt noch keine Schwierigkeiten hatten. Aber die werden wir bestimmt noch kriegen. Habt ihr etwas gehört? March. Sehr gut, gut gemacht. Gold nehmen wir mit, den Bolzen nehmen wir mit. Er weckt hier erstmal die Spinne wieder zum Leben. Was soll denn der Blödsinn? Hallo? Ah, irgendwo hört es aber auf hier. Aber wohl ein Bolzen in die Spinne geschossen. Das ist eine Truhe. Schauen wir, was wir drin haben. Gold. So, hier. Ach so. Nichts weiter, okay. Irgendwie müssen wir das Tor. Ach da.
nicht besiegen. Ich würde mal sagen, du hast verloren, Vampir. Ui. Dietriche, nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das bleibt hier, wiegt nämlich zu viel. Ich würde mal sagen, wir heilen uns mal eben. Hast du gar nicht mal hier drin? Da, Heilung. So. Öffnen. Hier ist niemand. Rolle des Feuersturms. Es passiert nichts, okay. Meine Güte. Der ist schon mal weg. Hoppala. Okay. Wo ist der andere Fritz? Hier unten. Okay. Noch ein Wächter. Den haben sie auch bekommen. Das Buch der Dädra. Gold. Anmerkung zu. Aha. Patsch! Die Armbrust ist toll, aber wir haben nur noch 18 Bolzen dafür. Na okay, haben wir wieder 21. Was habt ihr denn gesucht? Oh!
Und jetzt? Da oben? Warte mal. Wir können es nicht nochmal benutzen. Wir können einfach rausgehen. Okay, wir schieben einfach mal ein bisschen. Ah, der muss euch. Nein, du sollst darüber. Geht nicht. Okay, so. Okay, können wir also so hin und her schieben. Wenn wir den jetzt zurückschieben. So. Ah, ja. So, du kommst dann da rein. Jetzt müssen wir einen da oben. Dann muss der wieder nach oben. So, okay, es geht. Du musst nach unten, wenn ich das richtig. Schön, und jetzt aktivieren. Oh. Lebst du noch? Oh, wo ist... Wer schickt euch her? Wen habt ihr erwartet? Ich hatte wenigstens jemanden wie mich erwartet. Hä? Was meint ihr mit wie ihr? Ein... Merkt ihr es nicht schon, wenn ihr mich ansieht? Ein Vampir. Warum wart ihr auf diese Weise eingesperrt? Das ist kompliziert. Und ich weiß nicht genau, ob ich euch vertrauen kann. Aber wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt, helft mir zurück zum Anwesen meiner Familie zu gelangen. Wohin müsst ihr gehen? Meine Familie wohnt auf einer Insel im Westen von Einsamkeit. Vermutlich wohnen sie da noch immer. Ach, übrigens, ich heiße Serana. Schön, euch kennenzulernen. Ist das eine Schriftrolle der Alten? Ja, das ist sie. Und sie gehört mir. Warum habt ihr die Schriftrolle der Alten? Ist sie zerbrechlich? Müssen wir vorsichtig sein? Eine Schriftrolle der Alten kann nichts zerstören. Macht euch lieber über euch selbst Gedanken und lasst mich über meine Dinge nachdenken. Wie lang wart ihr dort drin? Gute Frage. Schwer zu sagen. Das weiß ich wirklich nicht. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Wer ist Großkönig von Himmelsrand? Darüber kann man sich streiten. Oh, wunderbar. Ein Erbfolgekrieg. Gut zu wissen, dass die Welt während meiner Abwesenheit nicht langweilig geworden ist. Wer streitet gegeneinander? Das Kaiserreich unterstützt Elisif, aber in Himmelsrand gibt es viele Anhänger von Ulfric. Kaiserreich? Was? Welches Kaiserreich? Oha. Das Kaiserreich aus Kyrodiil? Kyrodiil ist der Sitz eines Kaiserreichs? Ich muss länger fort gewesen sein, als ich dachte. Definitiv länger, als wir geplant hatten. Bitte, wir müssen uns beeilen. Ich muss zurück nach Hause, um herauszufinden, was passiert ist. Warum wurdet ihr eingesperrt? Darüber möchte ich lieber nicht mit euch sprechen, wenn das in Ordnung ist. Tut mir leid, es ist nicht so, dass... Ich weiß einfach nicht, wem ich vertrauen kann.
Lasst uns mein Zuhause aufsuchen, dann verstehe ich eher, wo wir alle stehen. Erzählt mir etwas über euer Zuhause. Es liegt auf einer Insel in der Nähe von Einsamkeit. Hoffentlich finden wir ein Schiff, das uns dorthin bringen kann. Es ist das Zuhause meiner Familie. Es ist kein besonders einladender Ort, aber je nachdem, wer da ist, werde ich dort in Sicherheit sein. Warum werdet ihr hier nicht jemand, den ihr nicht sehen wollt? Warum werdet ihr hier nicht sicher, jemand hin? Mein Vater und ich verstehen uns nicht besonders gut. Ach, wenn es ausgesprochen wird, klingt es so gewöhnlich. Das kleine Mädchen versteht sich nicht mit seinem Vater. Die Geschichte habe ich schon 100 Mal gelesen. Okay. Bist du, wie man hier rauskommen kann? Ich weiß es ebenso wenig wie ihr. Dieser Ort hat sich gegenüber damals, als ich weggeschlossen wurde, stark verändert. Okay, Freunde, aber... Habe ich das jetzt richtig Ist die Luft hier unten stickig? Mir ist etwas schwindelig, aber das kann auch daran liegen, dass ich gerade erst aufgewacht bin. Eigentlich müssten wir sie ja töten. Ey, schaut euch mal die Augen an, das ist ja gruselig. Okay, Freunde, aber ich würde mal sagen, wir machen hier im nächsten Part weiter. Mal schauen, ob wir herausfinden, wo sie wohnt und was hier überhaupt los ist. Ich bin gespannt. Also, bis dann und ciao.